Hi ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge XCOM 2 War of the Chosen mit eurem Commander Ron. Und ich habe gesagt, dass ich das nächste Mal hier in der Technikabteilung und so arbeite. Wir haben nicht wirklich viel zu tun, weil wir haben ja kein Geld eingenommen. Und es wird auch gleich die nächste Mission kommen. Aber erstmal das Avatar-Projekt. Und wer auch immer es lustig fand, meinem letzten Video einen Daumen runter zu geben, trotzdem danke, dass du es angeschaut hast. Alien-Legierungen nicht jetzt. Der lokale Widerstand, zu dem wir gerade den Kontakt hergestellt haben, hat uns all seine Informationen zum Auserwählten geschickt, der in dieser Region operiert. Sie wollen mich schön also angreifen. Ich kann Ihre Ankunft kaum erwarten, Commander. Schön, schön. Scharmützler, also... wir wollten hier den Beutezug. Das Avatar-Projekt ist schön nach hinten geschoben ein bisschen. Wir haben auch noch einen Angriff frei auf das nächste, aber da ist ein großer Boss und das weiß ich nicht, ob wir das jetzt sofort machen sollen. Die Kunde ihrer Taten verbreitet sich unter den verzweifelten Massen der Menschheit, die sich an jedes noch so kleine Zeichen der Hoffnung klammern. Aber diese Geschichten werden sie auch nicht vor ihrem Schicksal bewahren. Schnitte. Wenn wir nun alle Freunde sind, könnten Sie meinen Leuten bei einem kleinen Problem zur Hand gehen? Klar, was gibt's denn? Also wir kriegen einen Ingenieur und wir kriegen einen Spezialisten. Rette gestrandete Widerstandsagenten. Ja klar, wir gehen da rein. Horde. Und wahrscheinlich kommt auch der Attentäter. Okay. Commander, Sie sollten wissen, dass Verlorene in diesem Gebiet aktiv sind. Unsere Truppen müssen besonders wachsam sein. Deswegen sind wahrscheinlich zwei Scharfschützen gar keine schlechte Idee. Du kriegst den Ultraschallköder, damit du den rausschmeißen kannst, außerdem die Blendgranate. Dann... obwohl zwei Scharfschützen... Ha! Wer von euch hat den besseren Pistolen-Skill? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Du hast blitzschnelle Hände. Und... oh, Waffenverbesserung. Laservisier bringt auf dem Scharfschützengewehr halt gar nichts. Und du hast heftiger Schuss. Also wäre es definitiv effizienter, wahrscheinlich Rainer mitzunehmen. Die Frage ist nur für was. Wir sollten mal einen der Rekruten mitnehmen, auf jeden Fall. Das heißt... Vartan! Im Einsatz! So, Hobo Vartan. Vartan, du trägst das Medikit. Ja, sehr schön. Falls ihr euch fragt, das ist ein DSA-Charakter von Gutgo. Und los geht's. Gucken wir mal, ob Vartan seine erste Mission überlebt. Danach, wenn Vartan es überlebt hat, kommt entweder Alexia wahrscheinlich mit oder Kibo. Kibo ist übrigens von, falls ihr es nicht wisst, Danganronpa 3. Goodbye Despair. Nee, halt, nein. Goodbye Hope's Peak, sowas. Oder irgendwie, wie heißt's? Ja, Killing Harmony, genau. Okay. Ja, ich habe die Danganronpa-Teile immer nur flüchtig über Saya mitbekommen. Sie liebt diese Dinger. Ist ja klar. Menschen töten, gruseln. Zu helfen, die eine Erkundungsexpedition in ein Gebiet unternommen haben, das voller Verlorener ist. Sie sind dort gestrandet und halten soeben noch durch. Wir müssen versuchen, sie rauszuholen. Lassen Sie sich nur nicht von den Verlorenen überwältigen. Sprich, was er sagen will ist, die Leute haben es verkackt, jetzt kommt das A-Team. Okay. Die Widerstandsexpedition sitzt in ihrer Nähe in der Falle. Und die VIP verloren mit einem Fernlenkgeschütz ab. Es gibt nur einen Zugangspunkt zu diesem Gebiet. Finden Sie die Zielperson und bringen Sie sie zum Evakuierungspunkt. Das ganze Gebiet wird von den Verlorenen überrannt, also sparen Sie sich den Kampf. Wenn Sie die Expedition gesichert haben, müssen Sie zur Evakuierung zum Einstiegspunkt zurückkehren. Lassen Sie sich nicht überrennen und halten Sie den Rückweg zu Firebrand frei. Begebe mich zur Zielposition. Okay, das heißt, dass wir höchstwahrscheinlich einen... hier hinten lassen sollten, der den Rückweg frei hält. Am besten irgendwo relativ einem guten Schusswinkel.
Ich würde das gern machen lassen mit jemandem, der... Ah, nee, das kann ich vergessen. Das ist viel zu weit, wenn ich hier jemanden absetze. Das heißt, warte, du gehst mit Saya nach vorne. Schon dabei. Und sie haben uns gesehen. Aber das ist ja klar, dass sie uns sehen, weil immerhin verloren. So. Du kannst mir tatsächlich einen Gefallen tun, weil du relativ schnell bist mit dem Kletterhaken. Solltest du es eigentlich ohne Probleme schaffen. Ha. Oder auch nicht. Weil du ganz komisch durch das Fenster springen musst. Warum kannst du nicht einfach durch das Fenster springen? Jetzt ist es eh kackegal. Jetzt haben sie uns eh schon gesehen. Mann, 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 Mann. Okay. Ach, jetzt geht's. Plötzlich geht's. Da lässt sich der Herr dann plötzlich doch nicht bitten. Ah, okay. Aber hier können wir jetzt wenigstens... Ratatatong! Gerechtigkeit würde ihn auf jeden Fall killen. Das Problem ist, dann habe ich halt Ablenkzeit auf Gerechtigkeit. Präzisionsschuss kann ihn vielleicht killen. Oh ne, sechs Leben, das geht. Bam. Und direkt einmal nachladen. Jimmy? Auch Feuerschutz. Ich brauche ein paar Leute in Feuerschutz. Für den Anrückenden. Ja, das ist fast schon klar. Bam! Pistol Whippen! Und down. Gut, gut, gut. Ach, drei Runden, bis in die Munition ausgeht. Das ist ja schön. Das heißt, wir müssen wirklich rushen. Das habe ich jetzt erst gesehen. Oh mein. Oh mein. Hallo. Ja. Ja, ja, ja. Nähere mich der Zielposition. Wartan kann bisschen was ausrichten. Ich könnte wahrscheinlich auch einen Ultraschallköder einfach in eine andere Richtung schmeißen. Verstanden. Rücke ab. Also irgendwo ganz weit da hinten hin. Damit sie mir erstmal aus dem Ding rausgehen. Bäh! Rennt! Lauft alle hin. Ich brauche dringend einen Flammenwerfer. Okay, weil das sollte mir die Möglichkeit geben, vorzurennen mit Mox. Alles nur 72% ist halt gar nichts. Guck mal, ob Arthur was hinkriegt. Nice. Go for it, Vartan! Je mehr Verlorene wir umklatschen, desto besser. Außerdem ist er befördert worden. Another one bites the dust. Ich muss bald nachladen. So. Feind neutralisiert. Waffe leer. Waffe und nachladen. Du rennst vor, Saya, weil du bist getarnt. So. Wir brauchen dringend unseren Pistol Whipper hier vorne, weil der kann die meisten von denen ausschalten. Okay, dann wollen wir mal. Bam. Ja. Sehr schön.
Draufhalten! Oh Gott. Die Explosion wird ein Problem. Okay, es hat nicht funktioniert mit dem. Sie haben mich gesehen. Verdammt. Die Expedition hat nur noch wenig Munition. Wenn das Geschütz leergeschossen ist, haben die Verlorenen ein leichtes Spiel. Wir müssen die Gruppe erreichen, bevor das passiert. Ja, das ist eine verdammt gute Idee. Die Frage ist, okay, hier würdest du wahrscheinlich... Oh mein Gott, ja. So, dann wollen wir mal. Einen, der viel HP hat. Am besten den bei Vartan. Ach, nee, den da hinten. Bam! So. Und jetzt... Pistol Weapon Action! It's high noon! Schade, dass ich die Fähigkeit nicht habe. Verdammt, warum habe ich auf den geschossen? Ah. Warum habe ich nur auf den geschossen? Aber wir haben trotzdem eigentlich genügend Munition, dass das kein Problem sein sollte. Ah, schön, Crit. Da, hol Vartan aus der Bredouille. Wie viel hat der? 80%? Da ist auch noch ein großer. Komm her! Ich will dir was zeigen! Meine Klinge! Nice. So. Saya muss definitiv vorrushen. Feind eliminiert. Es kommt zwar immer mehr. Das war's für dich. Habe kaum noch Munition. Und ich habe einen dummen Fehler gemacht. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Okay. Schon unterwegs. So. Jetzt gucken wir mal, wie weit kommst du mit Run and Gun? Schon unterwegs. Mit Run and Gun kommst du eigentlich relativ weit schon. Na, wenn ich dich hier hinbringe, kannst du... Okay. ...alle umklatschen. So. Bam. Ich hab ihn erwischt, oder? Bam. Genau so. Den hab ich ganz sicher erwischt. Hey, da ist mein Bild gewesen. Wir bittern Feinde. Gut. Bewegt er sich auch nicht mehr? Keine Feuerkraft mehr. So, nachladen. Dann geben wir gleich nochmal einen Zug. Wir können nämlich direkt weiterballern. Erledigt, ganz sicher erledigt. So, die Frage ist, wen kannst du noch sehen? Ah. Nice. Bewegt er sich auch nicht mehr? Munition ist knapp. Und folgen. Ja, das ist okay. Saya kriegt vielleicht was ab. Oh, au. Ja, der tut richtig weh. Das Geschütz hat fast keine Munition mehr, Commander. Wir müssen uns beeilen. Bin doch schon dabei. So. Die VIA
VIP ist sicher, Commander. Wenn möglich, sollten wir auch die Eskorte da rausholen. Ohne die VIP an der Geschützsteuerung werden die Verlorenen das Gebiet überrennen. Sie kommen schon näher. Kannst du dich nützlich machen und den hier tragen? Das ist jetzt die wichtige Frage. Nein, kann er natürlich nicht. Das muss Saya machen. Okay. Den erstmal nicht. Erstmal den. Dann den. Jetzt kannst du dem einen reingeben. So. Wow. Dann halten wir mal drauf. Und weiter geht's. Ziel Wir halten hier hinten mal die Stellung. Wird erledigt. Raus da. Die sind relativ nah, aber... So, gucken wir mal. Mehr Verlassene, war ja klar. Die Dinger sind ultra hart, ey. Die machen echt viel Schaden und... Saya, ich zähl auf dich. Enttäusch mich nicht. Hol ihn raus und renn, was das Zeug hält. Komm schon, du willst doch Medic sein. Okay. Saya! Au. Sie haben Saya erwischt. Firebrand ist in Position. Begeben Sie sich. Aber Saya steht noch. Einstiegspunkt zurück, bevor Sie überrannt werden. Wir registrieren mehr Wärmesignaturen, als die Sensoren verarbeiten können. Ja, das ist doch super, dass die Viecher... Was weiß ich, wie viele kommen. Okay. Saya, move your ass! Und ansonsten können wir... Hier, komm schon. Perfekt. Mox, du kannst von oben zielen. Vartan, du bleibst auch mal an der Seite. Wir brauchen auf jeden Fall die Feuerkraft von dir. Jetzt kommen eh unzählige Signaturen, das heißt, wir können auch locker eine Flashbang raushauen. Ich würde gerne Blendgranate, also so einen Köder schmeißen, aber wir haben ja schon vorhin schon gesehen, dass das nicht... Ja, das... Vielleicht muss ich das ja so machen. Das würde helfen. So. Ultraschallköder. Raus. Okay. Und der VIP, gib Fersengeld, mein Freund. So, dann wollen wir mal Pistol Weapon. Bam. Sehr schön. Und da wird nichts gehen. Natürlich. Mox, du solltest eigentlich da hoch. Positioniere mich neu. Du siehst da oben wahrscheinlich eh erstmal niemanden, aber zumindest kannst du im Feuerschutz bleiben. So. Die Granate bringt gar nichts.
Irgendwie hat die Granate nichts gebracht. Okay. Aber wir sehen, dass relativ... Wow. Oh, Junge. Als allererstes, Saya gonna run. Jawohl. Dann, VIP Dude, gonna run. Toby, genau, Toby. So. Hier sind relativ viele, hier sind relativ viele. Definitiv zurückziehen und ballern. Zurückziehen und ballern. In der Kombination am besten. So. Hier kannst du einen mehr abballern, aber es ist, lohnt sich, glaube ich. Oh, hier. Hier kannst du richtig viel ausrichten. Deswegen gehen wir auch mal hier hin. Und jetzt gucken wir, dass wir die richtigen abschießen. Pistole hat Gott sei Dank unendlich Munition. Warum auch immer. So können wir uns in Rückzugs gut sichern. Scharfschützen sind gegen die Verlorenen echt klasse. Vor allem, wenn sie diesen Perk noch haben. Ich weiß nicht, gibt es den im zweiten Teil überhaupt? 100% Schüsse, Junge. Hau sie raus. Yeah. Jimmy goes to town. Bam! Da hinten sind die großen, aber die sollte ich auch nicht abschießen direkt. 99%! Ja, die werde ich nicht töten können. Okay. Das bedeutet dann einfach wohl weiter zurückziehen. So. Mox hat einen Schuss von da oben. Aber ballert voll daneben. Ja, das musst du definitiv, mein Freund. Martin, Rückzug. Wenn du es schaffst, gut. Leider auch nicht. Das war nichts. So, jetzt ist die Frage, können wir... vielleicht irgendwie die meisten von denen betäuben. Alle werden wir nicht schaffen. Wahrscheinlich ist es weitaus gefährlicher, wenn wir die stehen lassen. Weil die schlagen deutlich härter zu. Immun! Well, okay. Das hätten wir uns auch anders vorstellen können. They're gonna rush hard. Okay. Unser Freund ist eingekesselt. Das heißt, wir müssen ihn da rausprügeln. Das ist super. Gott sei Dank haben wir die blitzschnellen Hände. Das heißt, wir können ihn locker rausprügeln. So. Jetzt mit der Pistole können wir den einen auf jeden Fall abballern. Damit der VIP erstmal flitzen kann. Go, 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 move! So. Saya, soweit du kommst. Und ab geht's! Kerrigan, sieht schlecht aus. Zielposition.
Wie sieht's aus? Kannst du die da einfach umnatzen? Nice. Die Shreddergun macht richtig schöne Arbeit mit denen. Meine Munition wird knapp. Völlig okay. Schieß die über den Haufen, die uns zu nahe sind. Wartan sichert uns den Rückzug. Zusammen mit Mox. Pistol Whippen, komm schon! Wir können auf jeden Fall noch ein paar abballern. So. Warte an, du sicherst uns wie gesagt den Rückzug. Zurückziehen. Ballern. Normalerweise sollte Mox da oben alle im Schach halten. Gute Arbeit, Mox. Der ist mir ziemlich gefährlich. Jetzt nicht mehr. Gut. Gut, 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 gut. Mox, Rückzug. Das war schon wirklich viel, was du geleistet hast. Mox noch kurz heilen. Sicher ist sicher. Komm schon, Leute! Sichert den Rückzug. Ihr könnt das. Ich glaube an euch. Go, 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 go. Aber jetzt kommen erstmal die Zombies wieder. Also sie heißen ja verloren, aber das sind 1-1 Zombies. Okay. Rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Was immer Sie auch versuchen, gegen die Verlorenen können Sie nichts ausrichten. Es sind einfach zu viele. Was immer ich auch versuche, sag mir nicht, was ich tun soll. Okay. Wir müssen die nahen eh ausschalten. Jimmy kommt noch nicht zur Evakuierungszone. Also. Pressed yet? 99%, den nehme ich auf jeden Fall. Did you see that one? 99% Schüsse sind meine Liebsten. Hat aber nicht getötet. Oh, verdammt. Das war schlecht. Das heißt, wir müssen noch mindestens eine Runde durchhalten. Verdammt. Waffe geladen. Können wenigstens die, die uns zu nahe kommen, noch dezimieren. Die anderen sichern uns, wie gesagt, den Rückzug. Bin unterwegs. VIP, abhauen. Sky Rangers gebracht. Ich hau ab. Und abhauen. Wir haben die VIP-Eskorte gerettet. Wenn wir ihn zusammengeflickt haben, sollte er wieder kämpfen können. Ihre Verluste steigen. Meine Waffe ist beinahe leer geschossen. Haltet sie einfach noch ein bisschen in Schacht. Wir haben das. Wir haben das. Die Reise ist beendet. Ich brauche Munition. Ich lade nach. Wir haben es fast. Ich lasse niemanden vorbei. Haltet durch. Okay. Ziel neutralisiert. Bitte lasst sie herkommen und dann raus da. Sind zu viele. Einfach zu viele. Wartan, yeah! Wartan ist ein guter Schütze. Feind neutralisiert. Hobo Wartan. Komm schon, komm schon, komm schon. It's the Walking Dead! Voll ins Knie geschossen. Okay. Jetzt mache ich nicht denselben Fehler nochmal. Ich komme noch nicht zur Evakuierungszone, aber die Verlassenen werden auch nicht so weit kommen.
Ach, du kommst da hoch? Sehr schön. Wupp! So. Vartan, ich lass dich nicht zurück. Beweg dich. Du wirst nicht das verdammte Heldenopfer spielen. Ziehe los. Ah, okay. Daneben. Und ansonsten... Zu dieser Position. Wenn ich da eh niemanden sehe, kann ich genauso gut auch von hier ballern. 60%, das ist nix, aber... Es hat gereicht. Feuerschutz. Oh mein Gott. Ich könnte ja unendlich von diesen Leichen farmen. Ich weiß nicht, was es bringt, aber wahrscheinlich können wir sie nicht verkaufen. Sonst wäre das relativ OP. Ich meine, wenn nur eine von diesen Leichen $1 gibt, wäre das lustig. Komm schon! Halt einfach! Das ist eine ganze Armada! Und du triffst nicht! Das ist das Äquivalent von mit der Schrotflinte! Ah! Ah! Ja, das war gut. Jetzt triffst du. Get over here! Verstanden, bewege mich zum Ziel. Alles klar. Evakuiert Leute, los. Sehr gut. Vartan hat die erste Mission erfolgreich überlebt. Schickt die Xenos zurück ins All! Und ich find's lustig, wie Vartan einfach immer so dran steht, so wie... Meh. 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 Und du warst eh nur bewusstlos. Das ist das Äquivalent zum... Du hast mitgewacht, Preis. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns diese Dissidenten in Angst versetzen. Ihr heutiger Sieg hat keine Bedeutung für die Geschichte. Dissidenten? Ein kleiner Stein auf dem Weg. Hey, hat er mich gerade... Ah, Stairs. Hat er mich gerade Dissident genannt? Welche Belastung zur Entstehung dieser Verlorenen geführt hat. Aber ihre große Anzahl lässt auf etwas weit Verbreitetes schließen. Okay, Saya. Klingens Sturm, here we come. Du bist jetzt in jeder verlassenen Mission automatisch dabei. Ich hoffe, das weißt du. Okay, er hat 22 FP. Was gibt's denn? Peitschenhieb. Greift einen Feind mit elektrischen Peitschenhieb an. Dieser kostet keinen Angriff. Was ist das? Erhalte in dieser Runde für jeden Kill plus 2 Mobilität. Und Feuer erwidern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Feuer erwidern mit dem Gewehr ist ja mal endgeil. So, sehr schön. Immer wenn auf dich geschossen wird, erhältst du pro Runde. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und Vartan, du bist unser neuer Scharfschütze. Nice. Eine Sekunde. Also, da war ich. Mein Bruder hat gerade nach mir verlangt. Und wir haben einen neuen Zusammenhalt. Das finde ich super. Und wir haben Toby Crook gerettet. Ah, kein Voiceline. Und wir haben einen erfahrenen Spezialisten. Das ist super. Kann ich nämlich auch gleich befördern. Dann wirst du unser zweiter Mediziner. Bei Kämpfen scheint ja nicht so wirklich gut für dich zu sein. Haben wir eigentlich mittlerweile einen Major? Nein. 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 Nein.
Nein, nein, nein. Unser höchstrangiger Offizier ist momentan Saya. Und selbst sie ist nur Captain. Schade. Okay. Was? Soldat befördern. Haben wir noch so ein Aufputschding? Was haben wir denn da? Plus 12 Wille. Ne, das hebe ich auf. Und wer ist befördert? Er hier kann ich befördern, oder was? Ah, ne, ich habe keine Punkte. Kampfsimulation. Aber ich habe eben mehr, was? Warum hat der auch Angst vor den Auserwählten? Kibo, du hast keine Angst vor den Auserwählten? Ja? Das ist das Gesicht von jemandem, der keine Angst vor den Auserwählten hat. Das auch, aber... Das hat er? Naja. Die Psi-Energie durchströmt unsere Welt und die Templer, die sie zu beherrschen lernen, können mehr erreichen, als man je für Menschen möglich hielt. Wenn die Ältesten irgendwann von der Erde gebannt sind, werden wir die Macht kontrollieren, die sie zurückgelassen haben. Hey, Commander. Ich finde das eher eine schlechte Idee. Das hört sich schon so an wie, wenn die Ältesten weg sind, ja, dann sind wir die bösen Menschen. Tobi, du darfst hier auch arbeiten. Okay, dann gucken wir mal. Nicht jetzt. Avenger berechnet neuen Kurs. Was erforsche ich eigentlich gerade? Muton-Autopsie, richtig. Ah! Haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Sehr schön, Zusammenhalt mit Widowmaker gestiegen und sie haben EP erhalten und ein bisschen Information. Dann starten wir mal eine neue verdeckte Mission. Hier brauche ich halt einen Major und das habe ich nicht. Forschungsdurchbruch, Schwerter, meh. Avatar-Saboteur ist immer gut. Neuen Ingenieur, ja, ja, ja. Einnahmen erhöhen. Langfristig wahrscheinlich nicht schlecht. Oh. Das klingt eigentlich gut. Gleich Sergeant. Da schicke ich mal sie rein. Zusammen mit Duke. Und ihr kriegt die Informationen, die ihr braucht. Könnte von den Außerwelten gestört werden. Also sollte ich mindestens einen erfahrenen Soldaten reinschicken. Okay. Einen erfahrenen Soldaten. Außerwählte ist explosiv. Da sind Granaten definitiv nicht schlecht. Und ich brauche noch jemanden. Ja, dann gebe ich noch einen Heiler mit. So. Ich befehle meinen Leuten, sich sofort auf den Weg zu machen. Danke. Much appreciated. So. Wollen wir mal weitermachen? Shepard hat sich erholt. Nice. Setze Kurs auf Sektor 10. Dann wollen wir mal uns ein wenig Ressourcen beschaffen. Wir messen außergewöhnlich hohe Psi-Energiewerte in diesem Gebiet, Commander. Ich vermute, dass dort diverse psionisch begabte Aliens eingesetzt werden. Diverse psionisch begabte Aliens klingt nicht gut. Aber ich werde keine drei... Was ist denn das für ein Team? Wirklich, Leute? Was ist das für ein Team? Okay. Dann holen wir unseren eigenen Psi-Templer. Das brauchst du nicht, Kerrigan. Granaten sind deutlich effizient. Dann will ich auch einen Hard-Hitter haben. Das wird dann, wirst du sein. Jim Rayner. Ich will vielleicht noch einen Rekruten ausbilden. Das heißt, Kibo, du kommst auch mit. Du wirst das Medipack tragen. Und ansonsten sieht das eigentlich relativ stark aus. Wer von euch hat einen Explosivbonus?
Okay, den Explosivbonus hat noch niemand von euch. Gut zu wissen. Also, bis zum nächsten Mal bei XCOM 2 War of the Chosen mit eurem Commander Ron. Bye bye!